Hallo liebe Zuschauer, eine neue Folge Call of Duty Black Ops 2 Botmatch. Und dieses Mal soll ich mit einer beliebigen Schrotflinte und dem Schild sowie dem Wächter und dem Geschütz spielen. Und zwar auf Hijacked. Und außerdem habe ich dann noch ein kleines Thema, über das ich reden möchte. Aber jetzt starten wir erstmal die Runde. Let's go! So, und zwar wurde ich neulich unter einem Video gefragt, was ich denn über Rage Quitter denke. Für alle, die es nicht wissen, Rage Quitter sind die Leute, die dann, wenn's online mal scheiße läuft, mitten in der Runde einfach aus dem Spiel rausgehen, weil sie keinen Bock mehr haben oder nicht noch mehr aufs Maul kriegen wollen. Und ich bin zu diesem Thema der Meinung, dass... Ich weiß nicht, wenn die Leute das eben machen wollen, dann sollen sie das machen. Ich weiß nur nicht, was sie sich davon versprechen, weil vielleicht könnten sie die Runde ja noch drehen, vielleicht läuft es ja dann auf einmal wieder gut und so. Deswegen, alter Vater, weiß ich nicht, warum man da jetzt unbedingt raus muss mitten in der Runde. Und es gibt auch viele Leute, die dann sagen, ja, ist doch voll unfair für das Team und bla bla bla. Aber ich muss dann auch wieder sagen, naja, also wenn er eh so scheiße gespielt hat, dann glaube ich nicht, dass er seinem Team so großartig fehlen wird, der Mensch. Und bei mir persönlich ist es so, also wenn in meiner Runde einer aus meinem Team rausgeht, dann ist mir das eigentlich scheißegal. Weil, was soll ich mich da jetzt drüber aufregen? Jeder soll so spielen, wie er will. Außerdem habe ich dann die Chance, mehr Punkte zu machen, ne? Also wie gesagt, ich selbst mach's nie, weil ich dann denke, ja komm, erträgst du die Runde halt noch, mehr oder weniger, und kannst danach immer noch rausgehen und die Lobby wechseln. Und ich find's auch jetzt nicht irgendwie schlimm oder scheiße oder was auch immer, wenn jemand anderes das tut. So, nun aber zurück zum Geschehen, ein bisschen Konzentration hier. Wow! So viel dazu. Depp. Ja, ihr seht schon, ich spiele gerade auf leicht, weil es einfach mal wieder so ein kleines Fun-Gameplay sein soll. Ich verspreche aber auch, dass demnächst mal wieder ein bisschen was Härteres kommt. Alter. So. Ja, aber jetzt, wo ich das Thema schon mal angesprochen hatte mit den Rage-Quittern, würde mich zumindest mal interessieren, was ihr so davon haltet. Weil als die Frage kam, dachte ich mir, komm, da schreibst du jetzt nicht nur zwei, drei Zeilen irgendwie als Kommentar, sondern gehst mal ein bisschen genauer drauf ein. Weil das so ein paar Sachen sind, mit denen hat man, gerade wenn man online spielt oder auch gerade Online-Shooter, öfter zu tun. Wo kommt der jetzt her? Und, ja, deswegen dachte ich mir, vielleicht ist es auch für den einen oder anderen von euch ganz interessant. Und ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu schreiben. Ich bin sehr interessiert, was ihr so über das Thema denkt. Ach, und eine Sache muss ich noch hinzufügen. Der Wunsch, den ich jetzt gerade spiele, der ist eigentlich nicht zu 100% der, den ich bekommen habe. Eigentlich sollte ich versuchen, ein Botmatch mit irgendwie mindestens 100 Abschüssen und sowas zu bekommen. Das kann ich auf jeden Fall gerne mal machen. Ich werde den Wunsch jetzt auch nicht in meine Erledigt-Ablage packen. Nur momentan ist dafür leider einfach nicht die Zeit. Aber diejenige Person, die sich das gewünscht hat, kann gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wenn ich das trotzdem nochmal gegen, also mit mehr Punkten machen soll. Dann kann ich das gerne tun. So. Zack. Ich habe mein Geschütz hier oben hingestellt, gell? Ey. Bam, 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 bam. Penner. Ich wollte ja eigentlich schon die ganze Zeit da hoch mein scheiß Geschütz platzieren.
Also lasst mich mal kurz in Ruhe. Nur ganz kurz. Dankeschön. Alter. Ich bin so unpräzise mit diesem Scheißding. Na los, na los! Hier war doch gerade jemand. Hä? So. Benutzen wir doch zur Abwechslung mal den Schild und versuchen, gutes Deutsch zu reden. Aha. Tja, hätt's nicht gedacht, ne? Yeah. Wächter nicht verfügbar, weil man nur zwei haben darf. Dreh um. Dreh um. Ja, das ist der Nachteil an den leichten Bots. Also, da will man dann mal ein bisschen Herausforderung haben, aber Bullshit. Kein Bock. Wow. Haha. Haha. Okay. Was mache ich denn jetzt mit den ganzen Abschussserien, die ich nicht benutzen kann? Ist doch voll scheiße. Kommen hier noch welche? Nee. Ich wusste übrigens sau lange nicht, dass es hier noch weitergeht. Also, zwar nicht weit, aber trotzdem. Ich glaube, den AGR kann ich jetzt schon mal holen. Überhaupt nicht aufgepasst. Bam. So, jetzt haben wir es. Also ich habe beide Wächter noch da, das heißt, damit ist jetzt erstmal nichts. Oh, schon wieder ein AGR, juhu. Ach so, der Wächter ist gar nicht mehr da, na dann. Aber beide Geschütze habe ich noch. Oder auch nicht? Sehr schön, dann kann ich das Scheißding jetzt endlich mal irgendwo hinstellen. Nuklear. Ich hätte mir ein bisschen Granaten mitnehmen sollen oder so. Da hätte ich jetzt wenigstens hier ein bisschen Rambazamba machen können. Aber ich habe schon wieder so viele Aufsätze hier auf die Schrotflinte draufgepackt und so. Und dann noch irgendwelche Perks, die ich gar nicht brauche. Wobei Plünderer wollte ich unbedingt dabei haben, weil wenn die Schrotflinte mal leer ist, dann macht das nicht so viel Spaß. Oh ja, den kriege ich. Nein. Oh, Mist. So knapp. Aber ich wage mal die Prognose, weil die Herausforderung an mich ja war, hier schaffe mal ein 100 zu 1. Vielleicht hätte ich das geschafft. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich behaupte mal, ich könnte das. Vor allem auf leicht. Hehe. So. Ja, damit wäre die erste Hälfte der Folge zu Ende. Deswegen kommen wir jetzt zum berühmten und allseits beliebten Schnitt. Und sind auch schon wieder zurück im Geschehen. Wunsch Nummer 2 ist relativ schnell erzählt. Ich soll einfach mal gegen Bots kämpfen, und zwar entweder mit der Armbrust oder dem ballistischen Messer. Und deswegen habe ich die Armbrust eingepackt, weil ich mir gedacht habe, komm, Messer hattest du neulich erst. Dazu noch die M8A1. Und als Punkteserien packe ich jetzt einfach mal dies, nein, das und das und den da. So, ja, weil viele Leute rumgeheult haben, ich soll doch mal bitte wieder ein bisschen schwerer spielen. Habe ich mal wieder auf Söldner gestellt und dazu noch meine absolute Hassmap genommen. Das heißt, ihr werdet viel zu lachen haben, ich werde wahrscheinlich irgendwann in Tränen ausbrechen. Viel Spaß und let's go!
So. Dann hoffe ich doch mal, dass ich auch mal einen Kill landen werde. Deswegen gehen wir jetzt erstmal außenrum, außenrum, außenrum. Damit ich nicht der Erste bin, der aufs Maul kriegt. Wow! Ihr Schweine! Der ist noch da, oder? Halleluja! Zum Glück sind die Bots mit den Schilden wahrscheinlich die dümmsten Vollidioten der Welt. Sonst wäre ich jetzt schon tot. Okay, das war nichts. Alter! Da hätte ich ihn erstens treffen müssen und zweitens nicht an dieser blöden Box hängen sollen. Hängen bleiben sollen. Jetzt gehen wir weg hier. Penner. Ach stimmt, ich habe die auf vollautomatisch gestellt. Hier sollte ich vielleicht nicht mit explosiven Bolzen reinrennen. Das könnte mir zum Verhängnis werden. Jawohl! Ui. Haftgranate geht raus. Ist erledigt. Ja, da wäre ich jetzt fast noch in meine eigene Granate gerannt, weil ich so ein tolles Lama bin. Ich sage ja, die Bots mit den Schilden, also wenn alle Bots Schild hätten, wäre ich ein glücklicher, glücklicher Mensch. Aha. Du schon wieder. So, viel Spaß, wenn ihr da reinkommt. Erstmal nachladen. Ich weiß es gar nicht, habe ich einen Bolzen eingepackt? Ach Quatsch. Ein Plünderer? Plünderer! So, habt Spaß damit. Nichts getroffen. Wir haben nur Wasserbomben abgeworfen. Oh. Jawohl. Einmal während der Aufnahme. Richtig geilen Kill gemacht. Das freut mich natürlich. Euch hoffentlich auch. So. Ich habe euch am Anfang gezeigt, dass die auf Söldner sind, oder? Sonst glaubt es mir am Ende wieder keiner. Okay, der zweite Blitzschlagangriff war total dumm platziert. Die treffen ja mal gar nichts. Ah! Ist hier auch irgendwo jemand? Babam. Okay, also offenbar habe ich keinen Plünderer eingepackt. Hätte ich mal tun können. Ey. So, ihr seid alle meine Zeugen, dass dieser Bolzen straight durch seine Fresse durchgeflogen ist. Ich meine, wer so hässlich aussieht, da kann ich schon verstehen, aber trotzdem. Oh, ich knall dir den Arsch. Ey, ey, ey. Die haben aber auch schön gewartet, bis er mich platt gemacht hat, bevor sie ihn umgehauen haben. Erschütterungsgranate geworfen. Hüpf. Alter. Feindliche Patrouille. Alter. Okay. Das regeln wir mit Männern. Ihr seid doch
die allerletzten Penner der Welt. Ja! Ey. Nein, ich rege mich nicht auf. Höchstens ein bisschen. Ein kleines bisschen. Oh. Ich bin ein Treyarch-Bot. Ich weiß, dass du kommst. So, den krieg ich. Wo ist er denn? Headshot. Sehr schön. Da ist meiner. Okay. Mit der Armbrust auf der aus der Hüfte schießen ist, glaube ich, irgendwie eine dumme Idee. Haftgranate geht raus. Oh. Alter, die sind überall. Überall waren die gerade. Das kommt dabei raus, wenn ich auf Carrier spiele. Total dumm mich anstelle. Und einfach viel zu wenig mit der Armbrust übe. Aber gut. Ich habe mit der Armbrust gespielt, wie es gewünscht wurde. Ich habe sogar versucht, sie oft genug zu benutzen. Und nicht zu vernachlässigen. Ich hoffe, es reicht. Ich danke euch fürs Zuschauen, wie immer. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, die wahrscheinlich morgen schon kommt. Also, bis dann. Tschüss.